Es ist Sonntag, es ist sehr, sehr kalt, aber ich nehme euch wieder mit ins Disneyland Paris. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem schönen Disneyland Paris. Es ist Sonntagmorgen, es ist 9 Uhr. Und ja, wir waren schon früh auf, obwohl ich gestern noch Dschungelcamp geguckt habe bis um 12:30. Und ja, siehe da, das Wetter ist heute viel, viel besser als gestern. Also kein Regen, es ist noch sehr windig. Das soll es aber den ganzen Tag über bleiben. Aber wir werden nur höchstens so, ich sag mal, 14, 15 Uhr bleiben. Und dann werden wir nach Hause fahren müssen, weil morgen arbeiten. Und ja, mal schauen, was uns heute hier noch so erwartet. Wir haben vor, heute Mittag uns auch was zu essen zu gönnen, natürlich in irgendeinem Restaurant. Es ist mal geplant, dass wir vielleicht ins Jeremy gehen, in die Walt Disney Studios, aber keine Ahnung, ob es funktioniert. Wir haben keinen Tisch und müssen einfach mal dann spontan nachfragen, ob das klappt. Wir gehen jetzt erstmal rein. Ich habe heute Morgen auf mein Frühstück verzichtet. Also für alle, die meinen Diätweg da verfolgen. Weil wenn wir heute Mittag essen gehen oder so, reicht mir das dann auch. Ich halte das jetzt noch aus bis heute Mittag und bin jetzt eh abgelenkt, weil es ist eh so kalt und so. Aber das Erste, was ich jetzt erstmal machen werde, ist meine Flasche auffüllen, weil Durst habe ich schon. Schaut es euch an. Heute sind wir echt gesegnet mit dem Wetter. Es ist ein richtig, richtig schöner Sonnenschein. Es ist zwar echt kalt, aber ja, egal. Wir sind jetzt da und der Blick ist einfach nur wunderschön, oder? Wir stehen jetzt hier vor Helms Klamm. Nee, wir stehen vor Meet Mickey Mouse und haben heute Morgen eine Mission, denn der Carsten hat Mickey Mouse noch nie getroffen. Noch nie. War schon oft im Disneyland, Disney World sogar, aber noch nie Mickey Mouse getroffen. Ja. Deswegen müssen wir tatsächlich jetzt hier mal die Wartezeit in Kauf nehmen und warten, bis der Chef hier aufschließt. Und dann besuchen wir Mickey Mouse. Also wenn wir das wirklich geschafft haben, dann seht ihr das gleich. Weil schon, so viele sind nicht vor uns. Be careful. It's your boss. That's my boss. Hello, Maggie. You must meet him. He was here many times before, but we don't met you before. First time for him. Okay. Ne, wir sagen mal ein bisschen nervous. Nervous. Really nervous with us. Bist du zuerst? Bitte. Okay. It's okay. Nice to meet you. Nice shirt. Yeah. And the ears. Oh, lovely. How are you go? Nice. Another one? Yeah. And the last? Got it. Thank you. I met you so much. I don't have not here. It's a little one. You're 90 now, more than 90 years old. Oh, so old, but so agility. There we go. Nice. Another? Oh, lovely. And the last? And that? Das war mit Mickey Mouse. Wir haben Mickey Mouse getroffen. Das war richtig, richtig cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mickey war gut drauf. Und Carsten hat das erste Mal den Chef getroffen. Ja, das war nervös, aber es war richtig cool. Da musst du so oft hier hinkommen, um dann den Chef mal wirklich persönlich kennenzulernen. Ja. Ja. Den kennt ihr auch, oder? Opa. Hallo. Herzlich willkommen. Nach unserem aufregenden Meet and Greet bei Mickey Mouse haben wir uns jetzt mal aus dem Park rausgestellt und sind jetzt auf in Richtung Walt Disney Studios, wollen dann mal jetzt zu Jeremy gehen und schauen, ob wir da noch einen Tisch bekommen heute. Ich hoffe es sehr.
sind jetzt noch zeitig unterwegs und dann, wenn es geklappt hat, seht ihr das dann auf jeden Fall gleich. Die haben uns weggeschickt. Wir wären jetzt mit 5 Leuten hier essen gegangen und die haben uns weggeschickt. Wir haben leider keine Reservierung und es war auch nicht möglich und sie hat auch irgendwie nicht mit sich handeln lassen. Ja, jetzt schauen wir mal, ob wir hier in einem anderen Restaurant in der Pim Kitchen vielleicht Glück haben. Mal schauen. So, wir haben es geschafft. Wir haben einen Platz in der Pim Kitchen bekommen. 5 Personen, hat ohne Probleme geklappt. Es gibt ja jetzt 2 Lines, die ihr ansteuern könnt. Einmal mit Reservierung, einmal ohne Reservierung. Und zuerst haben sie gesagt, ja, ihr müsst um 1 Uhr wiederkommen. Wir sind jetzt kurz nach 12, aber wir durften direkt rein. Ja, 45 Euro inklusive einem Softdrink. Natürlich gibt es Jahreskarte. Wie der Preis nachher ist mit der Karte, zeige ich euch dann gleich. So, ich habe es ja schon angekündigt, dass wir in der Pim Kitchen sind und ich stehe jetzt hier am Kinderbuffet. Da seht ihr hier Nuggets und kleine Burger, die sehen so gut aus. Dann gibt es hier Desserts und kleine Vorspeisen, die ihr sehen könnt. Da sieht der Disney-Opa bei der Arbeit. So sieht das aus, Backstage. Genau, Desserts. Die schon wirklich auch sehr, sehr gut aussehen. Oh mein Gott, also davon muss ich mir auf jeden Fall ein Stück heute. Es ist Sonntag. Gönnen. Käse. Natürlich Käse. Viele verschiedene Salate. Mit natürlich dem obligatorischen großen Croutons drauf. Auch hier noch Vorspeise. Ich möchte die Leute jetzt nicht zu sehr stören. Hier Lachs etc. seht ihr. Dann haben wir hier, Sven bedient sich schon am großen, an der großen Mega-Brezel. Hotdog. Hier gibt es Nudeln, die sehr, sehr gut aussehen. Ein riesengroßer Burger haben wir hier oder kleine Burger, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Hier haben wir noch ein bisschen Brot. Und hier gibt es auch noch warme Speisen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Diese kleinen Kartoffeln. Also hier werde ich heute etwas sündigen müssen. Geht nicht anders. Sehr, sehr schön. Ihr seht hier der Eingang zur Pim Kitchen. Und ja, dann gehe ich mal wieder zurück an unseren Tisch. Vorspeisen. Ein bisschen Lachs. Hier so Brot mit Lachs und verschiedene Salate, das sieht sehr, sehr gut aus. Und ganz ehrlich, hier zu widerstehen ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also Tipp an euch, solltet ihr auf Diät sein, geht besser nicht in die Pim Kitchen, geht dann lieber ins Plaza Gardens. Da ist die Auswahl an gesünderen Speisen auf jeden Fall größer. Das da ist so ein Alibi-gesunder Teller, der ist aber sehr ungesund. Allein schon mit dieser riesen Brezel, was ist da, Salami. Und was ist das hier? Caesar Salad? Ja. Warum hast du keinen großen Crouton genommen? Nee. Ja, mein Hauptgang. Tomaten, Lachs, Gambas. Ich bin nicht lüge. Das habe ich mir geholt. Der Dünne am Tisch ist das. Es ist Sonntag. Aber es ist... Ein Gruß ans Phantasialand, das ist Jambalaya. Ja. Hast du auch schon gegessen? Ja. Es war jetzt nicht so meins. War nicht so gut? Okay, dann probier es nächste Woche im Phantasialand. Der Carsten, der hat sich selbst übertroffen. Der ist jetzt hier unter die Food Designer gekommen. Es gibt ab jetzt ein neues Dessert hier in der Pim Kitchen und zwar den Pinocchio-Eisbecher. Boah, das sieht man doch ganz deutlich, was es ist. Es ist Mickey. Die rote Nase ist so ein bisschen irritierend, aber man erkennt es. Es ist sehr schön geworden. Ihr fragt euch jetzt sicher, was mit dem Dessert. Das wird für immer ein Geheimnis bleiben. Das zeige ich euch nicht. Ich habe gesündigt. Aber es ist ein Sonntag. Und an einem Sonntag vergibt Gott alle Sünden. Und es ist noch sehr früh am Tag. Und wir sind auch schon ein paar Schritte gegangen. Und es gibt halt auch nichts mehr zu essen. Also ich bin eh im Auto, von daher ist es schon gut. Ja, also das Essen war wirklich... sehr, sehr gut. War gar kein Vergleich zu dem, was wir hier letztes Jahr im Sommer gegessen haben. Wir waren ja zur Jahreskarteneröffnung vom Avengers Campus hier
Und da war es nicht ganz so gut hier, aber jetzt muss ich echt sagen, könnte schon fast gleich sein mit dem Plaza Gardens. Und nicht nur das, auch preislich, genau wie gestern im Plaza Gardens, 38,26 Euro. Mit dem Jahreskartenrabatt, ohne Jahreskartenrabatt, 45 Euro. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, kommt her. Ihr müsst keine Reservierung mehr haben. Das ist immer diese große Frage, muss ich reservieren? Nein, es ist hier bei Plaza Gardens, ihr könnt einfach über eine Line anstellen. Ohne Reservierung kommt ihr hier auch, wenn ihr dann relativ zeitig hier seid, auch noch auf den Sofa. Einfach mal nachfragen. Ich weiß jetzt noch nicht, wo es uns jetzt noch hinverschlägt. Es ist jetzt schon gleich 1:30. Ich werde nach Hause fahren, auch arbeiten. Viel gab es heute hier nicht zu sehen. Aber mal schauen, vielleicht sehen wir hier noch in der Schule oder irgendwas. Es gibt jetzt auch hier ein neues Gadget zu kaufen bei Spider-Man. Ihr seht, damit könnt ihr jetzt ein Netz schießen. Ist auch wieder so ein Gadget, was ihr bei Spider-Man Web Adventure benutzen könnt. Ziemlich, ziemlich cool. Vielen Dank. Wir haben lecker gegessen. Wir sind jetzt noch ein bisschen durch die Studios gegangen. Und ja, es ist jetzt kurz nach 2. Jetzt wird es Zeit, langsam nach Hause zu fahren. Ich beende den Vlog aber jetzt noch nicht hier in den Studios, sondern ich möchte euch natürlich noch zeigen, was ich gekauft habe und wie die Figur nachher aufgebaut zu Hause aussieht. Deswegen nehme ich die Kamera jetzt mit nach Hause. Würde ich natürlich sowieso tun. Und dann zeige ich euch noch, wie die Figur aussieht. Aber jetzt geht's erstmal nach Hause. Ja, entschuldigt bitte meine Unordnung, aber ich wollte euch ja noch zeigen, wie die Figuren aussehen. Bevor ich sie jetzt gleich aufs Regal stelle, so sehen die beiden aus mit den Eintrittskarten in der Hand. Richtig, richtig cool. Also eine wunderschöne Figur, die jetzt auch gar nicht so teuer ist, wie ich finde, und sich auf jeden Fall lohnt. Und das war es dann jetzt auch mit dem Disneyland Paris Wochenende, mit dem ersten Disneyland Paris Wochenende in diesem Jahr. Es war richtig, richtig cool. Wir haben echt viel, viel Spaß gehabt. Auch wenn das Wetter nicht so wirklich mitgespielt hat gestern, hatten wir trotzdem einen schönen Tag. Und auch heute hatten wir ja Glück mit dem Wetter und es war wirklich schön. Wir waren gut essen und es ist immer toll, wieder neue Leute kennenzulernen, mal was anderes zu erleben und mal auch nochmal andere Dinge zu machen. Von daher hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Der nächste Disneyland Paris Aufenthalt ist tatsächlich auch schon gebucht. Der ist am 17., 18. und 19. Februar. Eine Woche zuvor bin ich im Efteling und ja, eine Woche zuvor zu Hause und auf der Arbeit. Und vorher mal schauen. Am Samstag geht es schon weiter ins Phantasialand. Also da bin ich nochmal ganz kurzfristig bei einem Traum, beim Wintertraum mit dabei. Da freue ich mich auch schon sehr. Da ist die Niki mit dabei und Sven ist mit dabei. Also da werden wir nochmal auf jeden Fall das Phantasialand unsicher machen. Und da werde ich euch ein Video mitbringen. Und da habe ich auch schon so ein Thema im Kopf. Ich hoffe, dass ich wirklich so umsetzen kann. Und ja, lasst euch da einfach mal überraschen. Ja, mehr gibt es jetzt auch gar nicht zu sagen, außer ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Morgen, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, natürlich auch über ein Abo und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Wir sehen uns ganz bald wieder hier auf diesem Kanal und bis dahin sage ich euch wie immer, ja, bye bye.